Es geht um den Umbau des menschlichen Erbguts, der DNA. Der wird umgebaut. Warum? Weil das Ziel ist, kann sich keiner vorstellen, ist aber so, dass du die Cloud nicht mehr in deinem Laptop hast, wie jetzt, oder im Handy, sondern in deinem Kopf. Man denkt immer noch an Neuralink von Elon Musk quasi, dass der Chip im Kopf eingesetzt wird. Die sind schon weiter, die brauchen den gar nicht mehr einsetzen. Hey, hallo, schön, dass ihr wieder da seid zu einem weiteren Interview. Mein Name ist Felix van Frieden. Mein Gast heute, Heiko Schrank. Heiko Schrank hat drei Worte ganz präsent gemacht und er hat ganz viele T-Shirts damit und das sind Erkennen, Erwachen, Verändern. Und Heiko sagt es immer wieder, nur wer gegen den Strom schwimmt, gelangt zur Quelle. Nur tote Fische schwimmen mit dem Strom. Ich muss einmal am Anfang sagen, so ein guter Satz. Heiko Schrank ist einer der bekanntesten Publizisten der freien Medien, macht die Arbeit auch schon super lange, mehrere Jahre, hat mehrere Bücher geschrieben, darunter Die Jahrhundertlüge, die nur Insider kennen, hat einen eigenen Verlag, den Schrank Verlag und natürlich eine große Bekanntheit in YouTube und den ganzen alternativen Medien. Und Heiko Schrank ist bekennender Buddhist, lebt nördlich von Berlin und hier ist das neueste Werk, Das Geheimnis der Weltstars. Da wollen wir heute drüber reden, aber auch noch über ganz andere Themen, was es damit auf sich hat. Erstmal bin ich froh, dass wir uns jetzt kennenlernen, Heiko. Schön, dass du da bist. Danke, dass ich da sein darf, mein lieber Felix. Also, ich bin echt überrascht gewesen, als ich gesehen habe, dass du in dieser Zeit, und du hast ja schon so lange machst du das alles, und ich habe auch schon 2015 Videos von dir gesehen und ich dachte, oh cool, da war ich noch gar nicht so drin, was da für eine Szene war. Die ist ja noch gar nicht so groß gewesen wie jetzt, so die alternative Medienszene. Und du bist einer der Vorreiter, der schon jahrelang dabei ist. Und jetzt, ein Jahr nach Corona und so weiter, hast du dir das Thema hier angenommen. Was war so dein Beweggrund? Wie kamst du darauf, dieses Buch in dieser jetzigen Zeit zu veröffentlichen? Im Endeffekt sehe ich mich als Künstler an und sage immer, was dein Herz dir sagt, das dem gehe nach, also gehe deiner Berufung nach, der innere Ruf, der in jedem Einzelnen steckt. Und im Endeffekt ist es ein Hobby von mir gewesen. Ich habe mich schon immer seit Kindheitstagen an für alle, für die Story hinter der Story interessiert. Wenn du mit mir Auto fahren würdest, würdest du denken, Heiko Schrank hat einen Knall, da kommt ein Song. Wie den Tag, wo ich mit Friedrich unterwegs war, kam Heroes von David Bowie. Du kannst mit mir keinen normalen Song hören. Da sage ich dann ganz entspannt. Übrigens, weißt du, ist in Berlin aufgenommen worden. Und zwar den Hansa-Studios, die direkt an der Mauer waren, wo die von oben die Soldaten noch mit ihrem Trabantkübel gesehen haben. Und also ich erzähle die Story hinter der Story so. Und Fakt ist eins, und gerade dieser Friedrich, mein Partner, hat dann irgendwann gesagt, sag mal Heiko, hast du mal drüber nachgedacht, über die ganzen Stories? Du mir mal so alles erzählst, Hintergrund der Musikstars, dies, das, mal ein Buch zu schreiben. Er hat gesagt, na, auf keinen Fall. Weil ich schreibe politische Bücher, spirituelle Bücher. Und dann hat er gesagt, mich würde aber interessieren. Und daraufhin habe ich gesagt, okay, alles klar. War vor einem Jahr, im März, vor einem Jahr circa, habe ich angefangen und bin dann tief eingestiegen, wie meine Leser das kennen, auch von der Jahrhundertlüge. Ich werde bis heute noch angesprochen, glaubst mir. Bis heute. Ist unvorstellbar. Ich war letzte Woche im Fitnessstudio, werde vom Typen angesprochen, wurde mir weiterempfohlen, ich habe die Jahrhundertlüge gelesen, kann ich nicht verstehen. Also ist ja von 2012, das Buch. Was will ich damit sagen? Mit der gleichen Recherche habe ich auch dieses Buch geschrieben. Und hätte nicht damit gerechnet, du hast recht, viele hätten gedacht, hey, der Typ passt ja nicht zu dem Buch. Ist ein Mega-Erfolg gewesen. Wir waren für lange Zeit auf Platz 1 bei Amazon im Bereich Musik, Musikgeschichte, also schon 2 Monate lang, vor Depeche Mode, Pink Floyd, Biografie Elton John und Tina Turner. Hätte ich nie gedacht, dass ich so ein kleiner, bescheidener Verlag, den wir haben, dass doch anscheinend die Thematik die Menschen interessiert. Ja, auf jeden Fall. Also super spannend. Ich war auch lange Musiker, war Rapper damals und es ist ja so, die ganze Jugend wird ja geprägt von der Musikkultur. Und wir sind jetzt, also ich bin noch gar nicht so alt, aber viele Zuschauer und Zuschauerinnen sind ein bisschen älter und wir haben hier ein paar Stars, über die wir heute sprechen werden, die wahrscheinlich so sind, dass viele damit aufgewachsen sind und was es damit auf sich hat. Was ist für dich so der spannende Punkt, wo du sagst, da ist noch irgendwas im Verborgenen, da ist noch irgendwas dahinter. Was war so bei dir das erste Mal, dass du gesehen hast, auch auf die Musikwelt bezogen? Aber bei mir war es tatsächlich auch die Musikwelt, die mich so hat hinter die Fassade blicken lassen, weil ich erst auch so Rockstar werden wollte, dann Rapstar werden wollte, dann gesehen habe, erst dachte ich, das wäre alles so toll und glamourös und alles schick, aber ich habe gesehen, das ist vielleicht gar nicht so. Und da ist auch noch viel Kontrolle hinter und auch, wie wir sehen, viel tragische Dinge passieren da leider.
Ja, ich sag mal so, im Endeffekt, wenn man sagen könnte, was würdest du dir wünschen, was würdest du sein, dann wollte ich eigentlich immer ein Rockstar sein, und zwar auch in jungen Jahren. Habe alles unternommen, habe mir meine Gitarre zugelegt, habe in kürzester Zeit festgestellt, das liegt mir einfach nicht. Habe alles probiert und habe erkannt, das ist nicht dein Ding. Also man sucht ja so im Normalfall nach seiner Berufung, und trotzdem, wie gesagt, hat mich das interessiert. Ich habe also damals schon wirklich in jungen Jahren gewusst, dass die Beatles bei Maharishi waren, im Ashram in Indien. Da habe ich nachrecherchiert, wer ist denn eigentlich Maharishi? Okay, George Harrison war der längste Beatle, der dort war. Was hat er denn eigentlich gemacht konkret? Was ist denn eigentlich TM? Transzendentale Meditation. Verstehst du, so geht eins und anderen über. Dann haben die Jungs LSD genommen. Okay, haben ja viele zu der Zeit genommen. Was ist denn eigentlich LSD? Da lande ich bei Albert Hofmann auf einmal. Und ich rede nicht jetzt, sondern da war ich Mitte 20 circa. Da habe ich mich schon damit befasst. Und Lucy, the Sky with Diamond, LSD, der Song von den Beatles, beinhaltet ja auch diverse Botschaften und andere Songs. Und so ging das eine in das andere über, dass ich festgestellt habe, hey, da steckt ja viel mehr dahinter. Speziell dieses Kapitel über Aleister Crowley, hast du ja sicherlich gelesen, fällt ja gar nichts mehr zu ein. Also, wenn ich Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club mir angucke, das Cover von den Beatles, und da ist Aleister Crowley drauf. Und ich habe ja viele Interviews geführt, ohne Ende, wegen meinem Buch. Und da war eigentlich nur Belasch und Boogie. Also Belasch war der Einzige, der sich auskannte mit Aleister Crowley. Kein anderer, mit dem ich ein Interview geführt habe, wusste das, weil die mit mir. Das war der meine. Und wenn du aber reinguckst, dass David Bowie ihn verewigt hat, in Quicksand, in seinem Song, das ist ja von Golden Dawn, den hat ja Crowley gegründet, da sprach, wenn ich dann auf einmal bei Hey Mr. Crowley bin, bei Ozzy Osbourne von Black Sabbath und Marilyn Manson und wie sie alle heißen, also kannst du durchziehen, da fragt man sich, okay, wer ist denn jetzt eigentlich der Mann? Und dann stellst du fest, oh, der Mann ist, sagt man zumindest, der größte Schwarzmagier des letzten Jahrhunderts. Satanist, sondergleichen. Er sprach von sich selber, er ist das Tier 666 nach der Offenbarung des Johannes. Man spricht sogar von Menschenopfern, die es in seiner Abtei gab und so weiter. Da fragst du dich dann schon, oh, was ist denn hier eigentlich los in der Rockmusik? Ich sage nicht, dass alle so sind. Und das ist natürlich ein spannendes Thema, ne? Wenn du da einsteigst, erstmal wie so ein Detektiv, die Lupe rausholst und hier mal tiefer reingehst. Und habe ich gemacht mit dem Buch. Und du hast ja schon ein paar Sachen über Aleister Crowley angesprochen und viele haben sich wahrscheinlich schon damit beschäftigt. Was ist das in deinen Augen für ein Mensch und warum hatte er so eine Anziehungskraft auf so viele Musiker? Und ich meine, wenn man sich Sachen von Marilyn Manson und Ozzy Osbourne anschaut, dass der dann Fledermäuse den Kopf abbeißt, das sind ja schon schwarzmagische Rituale auf der Bühne. Marilyn Manson macht auch solche Sachen, viele andere machen das auch. Wie meinst du? Also erstmal vielleicht einfach, dass du die Person noch ein bisschen darüber erzählst. Wer ist Aleister Crowley? Du hast gerade ein paar Sachen gesagt. Was hast du da noch so, dass alle, die es noch nicht kennen, wissen, okay, da gibt es noch Einflüsse auf die Rockmusik, die ja aus der schwarzen Magie stammen. Also immer so, ich kenne den Mann nicht, ich war mit ihm jetzt keinen Kaffee trinken oder ein Bier trinken persönlich. Also ich muss immer aufpassen. Letztendlich sind es ja Sachen, die du ja auch nur liest. Fakt ist eins, dass er eigentlich seine Popularität erst nach seinem Tod so richtig bekommen hat, muss man fairerweise sagen. Also die Zeit war reif in den 60er Jahren für seine Thesen. Also tu, was du willst, ist ja quasi sein Mantra, was ich wiederum nicht als schlecht ansehe. Muss trotz alledem sagen, dass es eine interessante Persönlichkeit ist. Also ich will gar nicht so werten und sagen, gut, schlecht, wenn man sich mit seiner Biografie befasst. Fakt ist eins, er hat zu den besten Bergsteigern der Welt gehört. Also er war ein Genie, der war Schachspieler nicht einfach so. Also der war ein Multitalent in verschiedensten Dingen, muss man schon dazu sagen. Also ist die Sache wieder mit Genie und Wahnsinn. Und ich meine, zu Lebzeiten beispielsweise war er eng befreundet mit Ian Fleming. Ian Fleming ist ja der, die James Bond Bücher geschrieben hat, also die Romane. Aber so eng mit dem befreundet, dass Goldfinger, kennen wir ja alle den Film mit Sean Connery und Gerd Fröbe als Goldfinger. Das ist eigentlich die Rolle, damit meinte er Aleister Crowley als Typ. Dann war er in Berlin und hat sich getroffen mit Aldous Huxley. Man muss immer auf die Zunge zergehen. Also, Aldous Huxley, der ist ein total Intellektueller gewesen und hat ja Schöne neue Welt geschrieben. Also die Welt, als grobe Voraussicht, die wir ja haben mittlerweile, mehr wir leben, mit denen hat er sich immer so nebenbei getroffen. Man sagt ihm nach, dass der englische Geheimdienst ihn einspannen wollte. Aber Fakt ist eins, der Mann war von sich so überzeugt, also dass er gesagt hat, er ist wie gesagt das Tier 666. Er ist eigentlich der Inbegriff, könnte man sagen, des Teufels. Und die englische Presse hat damals tituliert, nachdem er gestorben ist, dass der böseste Mann letztendlich, so sinngemäß, Englands ist endlich tot. Die haben so einmal durchgeatmet, als der Mann tot war. Dann hat er seine Abtei gehabt, also ist ja bekannt,
Einmal Selma und dann damals in Schottland, in der Nähe von Loch Ness. Dort hat er Sexualmagie bis zum Ghetto betrieben, also von nicht nur Geschlechtsverkehr mit allem, man sagt sogar mit Tieren, mit Kindern, mit allen Zip und Zap, hat er dort soll er dort durchgezogen haben, muss man vorsichtig sein. Interessant finde ich nur, darüber habe ich auch im Buch geschrieben, wenn also ein Typ wie Jimmy Page, der immer abstreitet, irgendwas damit zu tun zu haben. Ja? Jimmy Page. Also, naja, so, der hat aber das Haus gekauft von Crowley. Und zwar das Haus beim Loch Ness, wo die ganzen schwarzmagischen Rituale abgezogen worden sind. Muss man auf der Zunge zergehen lassen. Also nicht einfach mal so eine Briefmarke oder, keine Ahnung, von dem irgendeine andere Devotionalie. Nein, man kauft gleich das ganze Haus. Und jemand hat ja in dem Haus gewohnt, ein Freund von ihm, und das habe ich auch alle zitiert im Buch, der gesagt hat, er will da einfach nur raus. Da sind irgendwelche Teppiche, die sich aufgerollt haben. Da muss so eine krasse Energie drin gewesen sein, dass er einfach weg wollte. Und diese ganze Art, sag ich mal, von Crowley scheint die Popwelt in den 60er Jahren, wie gesagt, massiv beeinflusst zu haben, dass die toll fanden. Also in der Zeit der sexuellen Revolution, wisst ihr, was ablief? Dass viele toll fanden, dass man sagt, okay, ob sie im Satanskult, weil sie der Meinung sind, der Herr der Finsternis, den können wir mit Crowleys Philosophie anrufen, um dadurch noch mehr Macht und so weiter zu bekommen. Fakt ist eins, der Mann hatte definitiv eine Anziehungskraft auf Frauen, das ist utopisch, habe ich im Buch auch geschrieben. Du kannst eigentlich jede Frau nehmen, mit der irgendwie zusammen war, der war ja auch verheiratet und so weiter. Entweder haben die sich selbst umgebracht, Alkoholiker, sind in eine Nervenheilanstalt eingeliefert worden, so ging es die ganze Zeit. Also jeder, der sich mit ihm irgendwie eingelassen hat, als Frau, der war dran. Und als Mann, kahlköpfig wie ich, manchmal muss ich mir anhören, aber ich habe ja abgenommen, zum Glück 10 Kilo. Als ich noch ein bisschen dicker war, mir Sicht, haben ja viele geschrieben, du siehst aus wie Crowley. Und ja, weiß ich nicht, ob das Kompliment war oder nicht, aber also haben viele, haben sie mir mal zugeschickt. Fakt ist eins, er war ein kahlköpfiger Mann, Ende 50, ist in New York langgelaufen, kam eine 19-Jährige zu ihm an, hat ihn angeguckt, hat gesagt, ich will von dir ein Kind haben. Sein Häuserblock irgendwo rein und hat mit der gleich Sex gehabt. Ob da ein Kind bei rausgekommen ist, weiß ich nicht. Also, der Mann muss definitiv eine massive Anziehungskraft gehabt haben, Sex, Frauen, und hat alle seine Rituale teilweise darauf aufgebaut. So, der zu Crowley. Kurz weiter. Ja, vielen Dank für den Überblick. Das ist etwas Interessantes, was du sagst. In den 60er hat das so, ja, das enorme Reichweite gehabt, obwohl das offensichtlich gar nicht so zu sehen ist. Natürlich ist er da auf dem Beatles-Cover drauf, aber eigentlich ist das ja so Peace and Love, so diese 60er, so Hippietum und wie erklärst du dir das, dass da im Hintergrund dann so eine dunkle Macht noch steht? Oder was hast du da, ja, was hast du da für Einsichten gehabt? Ja, im Endeffekt war die ja schon immer da. Das muss man fairerweise sagen, diese weltweit bekannte Crowley-Tarot, ist ja ganz bekannt. Hat ja Harris hieß die Frau, die hat ja für ihn die Sachen gemalt, aber das waren seine Ideen gewesen. Ist ja auch letztendlich nach seinem Tod in den 60er Jahren erst so populär geworden. Ich glaube, es gibt keine Tarotkarten weltweit, die mehr verkauft worden sind als die. Wir reden hier über Millionenauflagen. Das heißt, es ist immer beides vorhanden, weil du gerade fragtest. Ich habe durch Zufall gerade hier so mein Talisman, ein Yin- und Yang-Zeichen, ne? Da sieht man das sehr gut. Du hast die schwarze Seite, die dunkle Seite mit dem weißen Punkt und die weiße mit schwarzen Punkt, das kennen wir alle und wir sagen, ja, ho, ist ja toll. Nee, nee, das ist die Welt. Das heißt, wir leben in der polaren Welt der Zweiheit von Schwarz und Weiß, von Gut und Böse. Wir wollen aber, und darum geht es, nur in einer Seite leben. Wir wollen der tolle Typ sein, wir wollen die weiße Seite nehmen und polieren die immer weiter auf. Wir negieren aber, dass es eine andere Seite gibt, wie Rüdiger Dahlke, der für mein vorletztes Buch Neo, das Vorwort, der er geschrieben hat, vom Schattenprinzip spricht er immer. Der Schatten ist ja immer vorhanden. Kannst du ja drehen und wenden, wie du willst. Das heißt also auf gut Deutsch, so Typen wie Crowley, die im dunklen Bereich agieren, die sind auch immer vorhanden. Das heißt also, beides ist immer vorhanden. Und deswegen sprach Buddha ja von dem Weg der Mitte. Keine Extreme in die eine oder in die andere Richtung. Und um die Frage zu beantworten, damals war die Zeit, ich sag mal, der Biedermänner nach dem Krieg, so die Eisenhower-Ära in den USA, ja sagen, alle anständig sein, hören, was die Eltern machen, so war die 50er Jahre. Und dann hatte der mit James Dean angefangen und Elvis, dass sie rausgerissen sind, so ein bisschen, die wollten nicht mehr mitmachen bei dieser Zeit. Diesen Ja sagen, sag ich mal, und liebet gutes Mädchen sein oder guter Junge. Und da passt natürlich der perfekt rein. Dass sich das hochgesteigert hat in den 60er Jahren, kam auf einmal Wissen hoch aus allen Bereichen und so stößt man auf einmal auf dieses Wissen von Crowley. Also weil er damals gelebt hat, ist so quasi meine Vorstellung davon, wie es vielleicht gewesen sein könnte, warum er so eine Popularität hatte und immer noch hat.
Ja, auf jeden Fall. Wir haben diese unterschiedlichen Bereiche. Da würde ich gerne mal noch kurz ein Thema wechseln. Und zwar ist es bei dir so, du hast auch einerseits enorm Output, als wo du sagst, Zeitgeschehen dokumentierst, politische Sachen, alternative Medienarbeit machst, aber du hast auch enorm Output, wo du spirituelle Themen bearbeitest und darüber redest. Was war bei dir eigentlich eher? War bei dir eher so, bist du eher in die Spiritualität gegangen oder war das eher so, dass du geschaut hast, ah, da stimmt irgendwas nicht bei den ganzen Medien und so weiter und bist da reingegangen? Weil ich sehe gerade, dass da eine große Übereinstimmung ist, dass viele Menschen, die spirituell, an Spiritualität interessiert sind, an Bewusstsein interessiert sind, auch häufig das Narrativ, was uns vorgelegt wird, hinterfragen und da alternative Quellen suchen. Ja, das ist eine kuriose Sache. Im Endeffekt, ich sage, die Dinge kommen zu dir und du nicht zu den Dingen. Wenn du, also wenn der Schüler bereit ist, erscheint der Meister. Also die Sachen kommen zu dir. Und im Endeffekt ist es ja so, ich bin jetzt zu den Büchern wie die Jungfrau zum Kind gekommen. Wie gesagt, ich muss mal lachen. Manchmal gucke ich über die Kommentare rüber, kommen ja mal neue dazu. Die können sich immer alle gar nicht vorstellen. Ich habe es schon 1 Million Mal erzählt. Ist so, ob sie glauben oder nicht, ist mir auch egal. Ich sage dir ganz ehrlich, seit dem 12. Lebensjahr habe ich mich mit Politik auseinandergesetzt. Habe damals ein erstmaliges Buch gelesen über, ich sag mal, John F. Kennedy-Verschwörung. Habe ich in einer Nacht durchgelesen, Bob. Da war mir klar, kann nie Lee Harvey Oswald gewesen sein. Um mit abzukürzen, die gesamte Story, die Oliver Stone 91 im Film JFK verbaut hat, die habe ich schon 9 Jahre davor erzählt in meinem gesamten Freundes- und Bekanntenkreis. Die fanden immer spannend. Die haben gesagt, du bist ein guter Redner. Aber viele konnten sich das nicht vorstellen. Als ich erklärt habe, waren mehrere Attentäter. Kann aus den und den Gründen nur so gewesen sein, weil es gibt keine magische Kugel. Und dann für mich war ein ganz entscheidender Punkt, wenn du da tief reinsteigst, habe ich in der Jahrhundertlüge ja mit Namen sogar aufgelistet, eine ellenlange Liste, circa 100, muss man sich mal vorstellen, 100 Zeugen sind ja umgekommen. Also nicht ein, zwei, nee, Zeugen, durch Zufall. Also die alle irgendetwas damit zu tun hatten mit dem Fall. Ob er damals von Jack Ruby, ist ja der, der Oswald erschossen hatte, 2 Tage nach dem Attentat, Barfrauen aus dem Club, die dann gesagt haben, er hat mit FBI und CIA-Leuten zu tun gehabt. Also jeder, der nur irgendwie, oder Oswald in der Pension, hat jemand mit ihm da noch gewohnt, der ist auch, also die haben entweder Selbstmord gemacht, sind beim Auto überfahren worden, wurden erschossen und. So, naja, das ist natürlich spannend. Und die Sache war, die Büchse der Pandora wurde für mich dann geöffnet mit 12 Jahren. 87 ging es weiter, werde ich nie vergessen, Barschel. Barschel, Badewanne. Ich damals schon die Fragen gestellt, warum haben die in Englisch Schwarz-Weiß-Fotos veröffentlicht? Verstehe ich irgendwie nicht. Schon immer Fragen gestellt. Das war immer für die Lehrer nervig in der Schule. Schrang ist ein nerviger Typ. Wollte mich mal rausschmeißen. Warum eigentlich? Verstehe ich gar nicht. Wir haben noch Farbfotos. Ich meine, überall der Stern noch. Der Stern macht Schwarz-Weiß-Fotos. Jetzt wissen wir, dass du Hämatome natürlich schwer bei Schwarz-Weiß sehen kannst. An seinem Kopf. Es gibt ja dieses legendäre Bild mittlerweile. Ist ja offensichtlich auf dem Obduziertisch, wie er im Gesicht aussah. Da siehst du genau, was er da ablief. Und gerade den Fall Barschel habe ich in 2 Büchern explizit richtig auseinandergenommen. Einmal in der Jahrhundertlüge 1 und dann im Zeichen der Wahrheit. Aus meiner Sicht einer der spannendsten Politikskandale überhaupt. Und dann ging es weiter. Da habe ich weitergemacht, ich habe es alles noch im Kopf, mit Herrhausen 89. Da war mir klar, dass es niemals die RAF gewesen sein kann. Die ist nicht in der Lage, so eine Bombe zu platzieren. Dann ging es mit 91 weiter mit Rohwedder. Also habe ich mir ein Archiv zugelegt, so musst du dir das vorstellen. Mit all diesen Dingen, wie so ein Typ, der sagt, ich sammle Briefmarken oder irgendwelche Schmetterlinge, was auch immer. So habe ich es gemacht, über Jahre schon. Dann war ein ganz wichtiger Moment, habe ich jemanden kennengelernt, ich sage mal so einen spirituellen Meister, hat in Tibet jahrelang gelebt, das war 96 circa. Mit dem habe ich intensiv zu tun gehabt und bin nur eingestiegen in diese spirituellen Themen. Da war ich in einem Laden, sein Opa war eng mit Rudolf Steiner befreundet. Rudolf Steiner hat im Nachbarhaus gewohnt übrigens. Und es war für mich total faszinierend, diese Welt. Er kam in den Laden rein, hat er gesagt, kennst du Aleister Crowley? Habe ich gesagt, nee, wer ist denn das? Hat er gesagt, der Typ sieht so aus wie du in jungen Jahren. Hat er mir ein Bild, er hat mir so ein Band gezeigt, weiß ich noch genau. Und da waren so Bilder drin. Er sagt, was ist denn für ein Typ? Und so bin ich auf Crowley übrigens gestoßen und habe x andere Bücher, tibetanische Totenbuch von bis. Also ich habe sogar 3 bis 5 Jahre ein Alleinstudium gemacht, so musst du dir vorstellen, mit dem Typen an der Seite. Nur spirituelle Dinge. Und damals, werde ich nie vergessen, wollte ich alle meine alten Recherchen aus meinen Jugendzeiten eigentlich im Müll schmeißen, weil ich habe das negiert, habe gedacht, bringt mich nicht weiter, das ganze politische Zeug. Habe ich nur Eckhart Tolle, kam damals ja schon um die Ecke mit Jetzt und Thorvald Detlefsen. Ja gut, der ist dann irgendwann Ende der 90er gestorben. Also all mit diesen Sachen, Schicksal als Chance war ja sein Buch. Ich bin wirklich in Reinkarnationstherapie, habe selber Reinkarnation gemacht, habe Hypnose, Ausbildung, habe mich mit all den Dingen auseinandergesetzt.
So, aber ich habe es zum Glück, jetzt kommt es zum Glück, das nicht weggeschmissen. Und weil ich wollte nur spirituell sein, also nur den einen Weg gehen, nicht den anderen Weg. Und 2012 hatte ich, wie gesagt, eine sehr, sehr schwere Krankheit, an der ich fast gestorben lag, 2 Monate im Krankenhaus. Und da kam mir die Eingebung, die sagte, okay, Heiko, wenn du wirklich sterben würdest, was möchtest du der Welt hinterlassen? Dein Wissen in einem Buch. Und ich kann mich noch entsinnen, dass ich damals ein spirituelles Buch schreiben wollte. Das wissen ja die wenigsten. Das ist ja das Interessante daran, das nervt mich aber auch ein bisschen, wenn du die Jahrhundertlüge mal anguckst, die ein Mega-Erfolg war, 14. Auflage bis heute, besteht das ja aus 2 Teilen, wie die Bibel. Und darum geht es jetzt. Im zweiten Teil geht es um Reinkarnationsgesetz, universelle Gesetze, Resonanzgesetz. Warum lernst du immer die gleichen Typen kennen? Kausalitätsgesetz, Gesetz von Karma, Probleme zwischenmenschlicher Beziehung und so weiter. Also das sind eindeutige Themen. Aber jetzt kommt's, ich habe mir gedacht damals, okay, Heiko, damit deine Arbeit nicht umsonst war die letzten Jahrzehnte, nimm doch einfach und schmeiß das so, also eigentlich war das spirituell das Wichtigste und schmeiß die ganzen politischen Themen rein. Es ist genau umgedreht gekommen, völlig. Die Medien, die mich bis heute angreifen, die bauen alles auf den ersten Teil auf. Kein Mensch, also hat jemals in den Medien, egal ob es der Yoko Ono-Prozess war, den ich ja zweimal verloren habe, egal wer, wurde alles festgemacht auf Antisemit, rechtsradikal, bla bla bla. Und der erste Teil einer Jahrhundertlüge ist natürlich krass, muss ich schon sagen, weil alles drin steht. Wie ist der Erste Weltkrieg entstanden? Wie ist der Zweite Weltkrieg entstanden? Wie ist der Golfkrieg entstanden? Wie ist Libyen entstanden? Also werden alle Fragen beantwortet auf kürzeste Art und Weise. Aber die haben sich nur darauf fokussiert, die Leute. Zeig mal, die meisten zumindest. Also habe ich irgendwann gesagt, jetzt reicht es mir, um das abzukürzen. Jetzt nageln sie dich fest auf diese Themen. Also habe ich letztes Jahr Neo den Schlüssel zur Freiheit geschrieben. Das ist ein rein spirituelles Buch, null Politik. Und jetzt schreibe ich habe das Geheimnis der Weltstars geschrieben. Hat auch nichts mit Politik zu tun. Und jetzt werden sie alle wahnsinnig. Die Gegner, die sagen, ja, was machen wir jetzt mit dem Typen? Also, die wollen dich ja mal in eine Schublade stecken. Da lebe ich ja schon seit Jahren mit. Ja, also du bist auf jeden Fall einer von denen, die sehr viel immer wieder abkriegen, aber der natürlich auch, der sehr in die Konfrontation geht. Du hast dann jetzt mit den GIZ hast du dann nochmal eine große Nummer gehabt. Also du bist dann häufiger vor Gericht. Woran liegt das, dass du sagst, komm, ich lasse mir das nicht gefallen, ich gehe da rein und ich gehe auch dann so in so einen Schritt, ich gehe dann auch wirklich vors Gericht und mach das alles? Ja, das ist ja Vergangenheit. Ich sag mal, so würde ich alles niemals machen. Wenn ich zurückdenke, würde ich sagen, okay, bestimmte Sachen würde ich jetzt nicht so machen, aber alles hat seine Zeit, es sollte so sein. Und das ist ja der Punkt. Zu dem Zeitpunkt war mir wichtig, weil GEZ, ich gucke hier im Fernsehen, ist für mich größte Lügenpresse, die es überhaupt gibt. Und da habe ich gesagt, okay, da ziehst du mal richtig durch, lässt du dir nicht gefallen. Aber jetzt wurde ich gesagt, wäre mir egal, ich würde nicht mehr reagieren, ich reagiere noch nicht mal drauf. Ich zahle nicht, interessiert mich nicht. Und da wurde eine große Sache nun mal draus, dieser Gerichtsprozess. 1000 Leute vom Gerichtssaal, alle im Zeichen der Wahrheit und Spiegel TV darüber berichtet. Das hat alle Vor- und Nachteile, ja. Vorteil, sage ich jetzt mal, die Popularität war immens. Bis heute noch werde ich angesprochen. Und das Kuriose ist, von 10 Leuten, die mich ansprechen, egal wo ich bin, ist jetzt kein Witz, sagen zu mir 8 bis 9 Leute, sag mal, machst du eigentlich noch Videos? Ich sage, naja, so fast jeden Tag. Das heißt, die kennen den alten Heiko Schrank mit dem GZ-Prozess, die kennen den, der beim 1.8. auf der Bühne stand, vor 1 Million Menschen gesprochen, gewunken hat, bevor die Polizei die Bühne gestürmt hat. Und die verfolgen die andere Entwicklung ja gar nicht, dass es eine neue Entwicklung gibt. Dass wir jetzt, wie zum Beispiel in Polen, haben wir zweimal Mega-Seminare abgehalten, das ist unvorstellbar. Also wir reden hier über Meditation, wir sind in die Natur rausgegangen, wir haben so tief reingegangen, dass man sich überhaupt vorstellen kann, null Politik. Also wir haben jetzt Spielfeld verlassen. Und trotzdem sind viele noch in diesem Kampfmodus unterwegs, weißt du? Und jeder hat ja so seine Geschwindigkeit. Aber wie gesagt, ich bin nicht im Kampfmodus mehr, weil aus meiner Sicht Druck erzeugt Gegendruck. Wenn ich mit 50 Kilo gegen die Wand drücke, drückt die mit 50 Kilo zurück, macht gar keinen Sinn. Okay, du hast jetzt gerade die neue Entwicklung angesprochen und vorher auch, dass du am 1.8. da in Berlin auf der Bühne warst. Das heißt, das ist jetzt noch gar nicht so lange. Wann ist das so passiert bei dir und was war der ausschlaggebende Punkt, dass du gesagt hast, ich gehe oder ich mache es ein bisschen anders, ich widme mich noch mehr den spirituellen Themen? Also ganz genau nach dem 29.08. habe ich auch ein Statement damals abgegeben. Die Medien haben natürlich wieder alles verdreht. Welt damals, also Heiko Schrank fällt den Querdenkern in den Rücken. Die haben alle nichts verstanden, sag ich mal. Die andere Seite, die lebt davon, dass man teile und herrsche. Die leben davon, das ist ihr Lebenselixier. Und ich war sehr enttäuscht, muss ich wirklich sagen, nach dem 29.08.
Wo ich auf der Bühne stand mit Bodo Schiffmann und Samuel Eckert zusammen, waren wir oben und haben, jeder hat eine Rede gehalten, wie auf einmal in den eigenen Reihen alle übereinander hergefallen sind, so nach dem Motto, er ist ein Reichsbürger. Wer sagt denn das? Na, habe ich irgendwo gehört. Deswegen rede ich mit dem. Und der war ja mal in der Kindheit befreundet mit jemand, der einen Schwager hatte und der eine Tante und die war NPD-Mitglied, so ungefähr. Und deswegen spreche ich auch nicht mit denen. Das heißt, am 1.8. war das überragend. Alle, die da waren, wissen das. Die Energie war unbeschreiblich. Wirklich, ist ich mein Leben nicht vergessen. Unvorstellbar. Eine Mega-Energie, ich glaube, die gab es so auch noch nicht in Deutschland, so positiv. Da ging es nicht darum, ob einer links, rechts, oben, unten Buddhist, Katholik, Jude ist. Gar nicht. Man hat aber geschafft, in der kurzen Zeit, bis zum 29.8., weil man das als eine große Gefahr angesehen hat, alle zu teilen. Und da habe ich gesagt, am 29., ich verlasse erstmal das Spielfeld und gucke mir das von der Seitenlinie an. Was dabei rausgekommen ist, wissen wir, wollte ich nicht erzählen. Also Wasserwerfer später bis heute immer noch Leute, die abgeurteilt worden sind. Und bei mir hat man es natürlich anders gemacht. Ne? Also ich saß jetzt nicht im Gefängnis wie Michael Ballweg, sondern da kommt man wegen einem lächerlichen Bild, muss ich aufpassen, wegen dem rechten oder dem Bild. Also war John Lennon und hinter mir Hank, wie andere auch, muss man sich mal vorstellen. Also da Hank, Jiddu Krishnamurti, Bruce Lee, Muhammad Ali. Und Gandhi, also Vorbilder für mich, also ein normales Bild, was 97 im Internet gekostet hat, und daraus wurde eine Riesensache eben, eine Riesensache, wo wir dachten, das geht eigentlich gar nicht. Ich habe die Bildrechte verletzt und du musst zahlen, du musst zahlen. Wie er eine hohe fünfstellige Summe gezahlt, der war erledigt doch der Fall für uns. Und alle dachten, der Fall ist erledigt. Nee. Da kam es ja nochmal um die Ecke im November letzten Jahres, haben gesagt, hallo, das ist ja noch bei Facebook drin. Aber mein Facebook-Account ist ja aber gesperrt. Seitdem komme ich gar nicht ran, seit 2019. Wir haben eine große Doku darüber gedreht. Okay, also Ken Jebsen, Eva Herrmann, Andreas Popp, vielen Dank an der Stelle an alle die und Ernst Wolf, Britta und Thomas Berth haben alle Statement dazu abgegeben. Also man macht es clever mittlerweile. Man macht es auf der finanziellen Schiene. Das heißt, ich war wirklich vor Gericht, also es war ein politischer Prozess. Ich habe schon bezahlt für ein Bild und wurde wieder angeklagt, weil das Bild immer noch bei Facebook drin ist, aber ich es nicht löschen kann. Ich kann es nicht löschen. Ich konnte es auch vorher nicht löschen. Das wussten die. Deswegen habe ich gedacht, wie kann das eigentlich sein, dass ein Gericht überhaupt so einen Fall annimmt? Das haben sie gemacht. So, also mussten wir wieder zahlen. Das heißt, wenn ich nicht Unterstützer hätte, die sagen, okay, Heiko, wir mögen deine Arbeit, weil du gibst uns was, wir unterstützen dich auch. Wir können die überhaupt gar nicht mehr arbeiten. Verstehst du? Und das ist ja abgelaufen seitdem. Und da könnte ich mir Bhakti nehmen, der als Antisemit beschimpft worden ist und wer auch immer. Es wird ja alles aufgefahren gegen Menschen, die keine andere Meinung haben. Warum soll ich denn da mitmachen? Da kann ich doch sagen, tu das, was deinem Herzen gut tut. Verbinde dich mit den Menschen, die auf einer Wellenlänge sind. Versuche anderen zu helfen. Gebe was Gutes. Sei Vorbild für die Welt. Sei du doch das Vorbild. Sei du doch das Licht, wie Gandhi sagte, was du in der Welt sehen willst. Das ist eigentlich ein Weg, den finde ich viel spannender. Also nochmal einmal die Sache, finde ich auch, stimme ich dir voll zu. Aber es war tatsächlich so, dass dieses Bild von John Lennon, was bei dir im Hintergrund war, dass das das Ganze ausgelöst hast. Und Yoko Ono hat dann irgendwie die Sache in die Hand genommen oder offensichtlich, oder wie ist das passiert? Anwälte von ihr. Also, wir haben im August 2020 ein Schreiben gekriegt, da haben wir gedacht, das ist Fake. Hamburger Anwaltskanzlei, kannst du im Internet eingeben. Heiko Schrang gegen Yoko Ono, die sind ja so selbstbewusst, die haben ja so geschrieben: Verschwörungstheoretiker Heiko Schrang. Also, so, also nicht jetzt der Verleger, der Autor. Nee, ich bin ja vom Beruf Verschwörungstheoretiker, also dass sie dagegen vorgegangen sind. Und Yoko Ono war schon spannend. Ich kann allen nur empfehlen, guckt euch die Doku an, gebt mal einen Heiko Schrank. Gerichtsprozess, das ist wirklich toll gemacht von Eingeschenkt TV, wirklich ganz hochwertig. Da siehst du die Einladung direkt am Gericht, Yoko Ono Lennon, New York gegen Heiko Schrank, klein siehst du nicht. Also so eine große Sache. Wir haben sie angeschrieben, ja, so, ja. Wir haben gesagt, wir verstehen das überhaupt gar nicht. Der Mann stand für Frieden, wir auch, aber darum geht es überhaupt gar nicht. Der Hammer war ja vor Gericht. Ja, Freunde und Bekannte waren da, die mich unterstützt haben. Die haben nur den Kopf geschüttelt. Die haben gesagt, das ist unvorstellbar, diese Energie dort. Und deswegen kannst du nur loslassen. Ich habe es ja so angesehen, dass ich mich da freikaufe. Ich sage mal, freikaufe, ich will damit nichts mehr zu tun haben. Weil die wollen dich emotional fertig machen. So musst du dir vorstellen. Dass du einfach am Boden liegst, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr. Und da sagte ich zum Richter mal eine Frage. Dieses Bild von John Lennon ist überall drin im Netz. Da gibt es ja Videos gegen mich, ganz viele, die gegen mich was haben, ist egal. Da hängt es im Hintergrund. Aber die sind alle noch im Netz. Warum eigentlich? Verstehe ich nicht. Ich denke, es ist so wichtig. Das wird ja hier aufgebauscht, als ob es ein Staatsakt ist. Sagt er wortwörtlich zu mir, Herr Schrank, aber irgendwo müssen wir mal anfangen. Da sage ich zu ihm, ich habe so das Gefühl, dass sie bei mir anfangen und bei mir auch aufhören.
So, und wenn man sich überlegt, wie der Mainstream so arbeitet, habe ich vor 3 Wochen gepostet, total krass. Das sollten deine Zuschauer mal wissen. Was, mit allen Mitteln wird alles aufgefahren. Ich spreche ja von diesen, wir haben ja das Zeichen, Zeichen der Wahrheit, aber es ist ja der Kreis mit Punkt, also ein Symbol, kommt von Symbalein, heißt zusammenwerfen, zusammen sein, zusammenfügen. Und Diaballein ist ja auseinanderwerfen aus dem Altgriechischen, kommt von Diabolos, den Teufel. Wir leben in der Zeit, wo alles auseinandergerissen wird, geteilt wird, gespalten wird, Fakten verdreht. Also auf gut Deutsch, wir leben eher in der teuflischen Zeit im Außen. Da hat die FAZ wirklich tituliert, das war der Oberhammer, so sinngemäß ein großer Artikel, der Influencer Heiko Schrank beklagt ja, dass er verklagt worden ist von Yoko Ono und versucht bei seinen Followern da so Art, ich sag mal, Sympathie und Mitleid zu erwecken. Aber es gab ja nie ein Urteil. Es gab ja nie ein Urteil. Hat er Ihnen das auch gesagt? Also, wenn du keine Ahnung hast, liest du, denkst du, hast mir gerade 10 € überwiesen als Dankeschön. Na, Moment mal, der Heiko Schrank hat mich ja angelogen. Es gab ja gar keinen Prozess. Also es gab ja gar kein Urteil. So, wir haben aber ein Video über den Prozess und da sage ich dir ganz ehrlich, als Laie, es ist mir scheißegal, als Nicht-Jurist, wenn vor Gericht gesagt wird, wir gewinnen sowieso nicht. Wir müssten in die nächste Instanz und da wird wortwörtlich gesagt, dann wird der Streitwert höher gesetzt. Das heißt, es wird noch teurer. Und wir sagen, okay, wir einigen uns, die sind im Zweifel, das heißt einigen uns, es gab gar keine Einigung, sondern die Gegenseite zahlt so und so viel Geld oder es kommt zum neuen Prozess. Und dann haben wir gesagt, okay, dann einigen wir uns auf diese Summe und da gab es einen Vergleich. Also mir ist es scheißegal, als ob ich 20.000 Euro in Urteil bekomme und 20 zahle als Beispiel oder ich habe einen Vergleich von 20.000. Weil die Medien haben daraus gemacht, also FAZ, so, es gab ja gar kein Urteil. Also sieht es ja so aus, als ob es nie einen Prozess gab. Verstehst du? Und so geht es immer weiter. Warum soll ich denn da mitmachen? Das ist doch Kindergartenniveau. Können die anderen alle machen? Ich habe jetzt bezahlt, so viel wie noch nie in meinem Leben. Kann es nicht ändern. Als Fan von John Lennon. Also wenn Lieschen Müller, sag ich mal, irgendwo, nicht gegen Lieschen Müller, aber die ein Fan ist und die wäre verklagt worden von Yoko Ono, wenn es mal da los wäre, dann würden alle Zeitungen Deutschlands da sein. Die arme Frau, das geht ja gar nicht. Aber hier muss das Bild aufrechterhalten werden. Nicht ein Freidenker, sondern der ist, ich bin ja alles, rechter Esoteriker, Verschwörungsideologe, die können sich ja mal nicht festlegen, was bin ich denn jetzt eigentlich? Antisemit? Nee, Verschwörungstheoretiker, also ich bin alles in einer Person und das muss unbedingt, das Narrativ muss unbedingt aufrechterhalten werden und demzufolge geht das natürlich gar nicht, dass man sowas dann gewinnt. So ist es nun mal. Um es jetzt mal hier ganz klar zu machen, das heißt, irgendwer hat gedacht, wir müssen Heiko mal irgendwie ein bisschen ärgern oder ein bisschen Genau. fertig machen. Ist dann zu Yoko Ono gegangen oder zu dem Management, was auch immer, gesagt, ah, da haben wir ein Ding gefunden, da können wir das machen, dieses Bild, da gibt es doch Rechte drauf. Und dann klagen die Genau. dich einfach an. So läuft das dann irgendwie. Na, sie hatte die Rechte. Also ich habe auch was dazu gelernt. Ich wusste das wirklich nicht. Ich wusste es auch nicht, Krass. man muss halt echt aufpassen, wenn Man man da muss richtig hingeht. aufpassen. Ja, also geht darum, sie hat Tatsache die Rechte an dem Bild. Und wenn du, so heißt es denn juristisch, also wie so eine Art Grauzone, du gehst jetzt in den öffentlichen Raum. Also, das ist eine Person öffentlichen Lebens. Ich bin eine Person öffentlichen Lebens und ich mache jetzt ein Video, ein YouTube-Video, damit gehe ich mit diesem Bild in den öffentlichen Raum. Und da müsste ich vorher fragen: Hallo, Joko, darf ich das bringen? Kein Mensch macht es. Wisst ihr, wo kein Richter ist, ist auch kein Kläger. Aber wenn man möchte, dann holt man genau das raus. Und das haben sie bei mir gemacht. Krass. Das heißt also, es ist schon Achtsamkeit gefragt, wenn man in diesem ganzen Bereich ist und dann wird dann irgendwie der Fehler gesucht und dann wird der Daumen drauf gehalten und dann kann man da Also irgendwie. für das 7,90 € Bild, was ich irgendwann mal im Internet runtergeladen habe, kannst du dir eine Luxuskarosse kaufen. Ein Luxuswagen. Für das, was wir bezahlt haben. Mal am Rande. Und Ja, daran siehst du, krass. dass es gar nicht darum geht. Es geht ja gar nicht darum. Es geht ja nicht um das Bild. Es geht ja eigentlich nur darum, hätte er auch sagen können, okay, also nur ein Beispiel, ein anderes Beispiel am Rande. Ich habe so viel erlebt, wo ich bin ja, sag mal, so lange schon an diesem Markt mit Ken Jebsen und Andreas Popp, fällt mir eigentlich die Einzigen, die damals dabei waren, sonst waren noch nicht so viele dabei. Zum Beispiel habe ich mal ein Video gemacht. Am Anfang haben wir auch Fehler gemacht, logischerweise. Da habe ich das Bild von Barschel verwandt. Ist aber schon lange her, das war vermutlich 2014, wo er in der Badewanne saß. So, und wenn es mal da los war, kam sofort eine Mail vom Stern. Hallo? Rechte verletzt am Bild. Alles klar, nehmen wir sofort raus. Macht 700 Euro. Das ist aber human. Ich sage, okay, gut, ich habe einen Fehler gemacht. Gut, okay, ihr habt die Rechte an dem Bild, mache ich. Aber so eine große Sache draus zu machen, wie diese Yoko Ono-Geschichte, also die John Lennon-Geschichte, da siehst du daran, es geht nichts darum. Weil wenn der Stern da drauf angelegt hätte,
Hätte auch alle, ja, dadurch hat er uns verunglimpft und dadurch hat er, und dann ist uns Schmerz entstanden und seelischer Schmerz. Also irgendwelche Schichten, um noch mehr Geld rauszupressen, haben sie ja nicht gemacht. Aber das scheint ja irgendwie anders zu sein bei dem Fall. Bei John Lennon. Okay, krass. Dann, wenn wir bei John Lennon gerade sind und den Beatles, was sind die Beatles für dich und John Lennon? Weil du hast ja irgendeinen Grund gehabt, ihn aufzuhängen. Was war für dich der Grund, damals dieses Bild aufzuhängen? Ja, im Endeffekt muss ich dazu sagen, ich sehe jetzt einen Tick anders, logischerweise, bin auch ein bisschen vorbelastet aufgrund meines Falls, aber du sprachst ja, wie es war. Ich habe ihn dafür bewundert, dass er ein extremer Rebell war. Also er hat ja das gemacht, was er dachte, also er war nie ein Ja-Sager. Also gegen Paul McCartney ist ja er, kam aus gutem Haus, ich sag mal so, der smarte Typ, und John Lennon war ja nun mal an der Reeperbahn, und wenn irgendjemand ihn angepöbelt hat, dann hat er den einfach mal einen reingehauen. Und das fand ich ganz interessant, dachte ich, finde ich ganz gut. Also auf der Bühne, also finde ich cool sogar. Also da ist irgendein Typ, der weiß ich nicht, der, du wart ja damals im Star Club, haut dir Bier irgendwie so halb ins Gesicht und der haut dir erstmal gleich, oh, bumm, Kinnhaken, hat er oft gemacht. Fand ich gut. Hätte gedacht, der macht, was er will, der Typ. Und dann fand ich auch beeindruckend, die Sache, The Wars is over, der Krieg ist vorbei, wenn ihr wollt. Ich habe ja über, muss man sich mal vorstellen, ich schreibe ja ein Buch und schreibe am Anfang die Menschen, die mich inspiriert haben. Also ich setze ja auch noch ein Denkmal in meinem Buch für John Lennon in der Jahrhundertlüge. Und das fand ich schon beeindruckend zu Zeiten des Vietnamkriegs, wo die überall amerikanischen Kinos bezahlt haben. Eine Riesenaktion war das ja. Sehr bekannt, schwarze Aufschrift ganz groß. Der Krieg ist vorbei, wenn ihr es wollt. An die amerikanischen Soldaten in Vietnam gerichtet. Fand ich beeindruckend. Und dann gibt es ja diverse Interviews, wo er konkret, er hat sich nie was sagen lassen. Also er hat voll durchgezogen. Und wie gesagt, die anderen haben sich ja mehr oder weniger distanziert. Jetzt nicht George Harrison, die haben immer noch zusammen was gemacht. Bei diversen Konzerten hat George Harrison ja im Hintergrund mit ihm, obwohl als John Lennon Yoko Ono Plastic Band, wie die hieß, wo die aufgetreten sind, war er trotzdem im Hintergrund. Aber Paul McCartney hat sich ja massiv distanziert zu der Zeit. Und diese rebellische Art, um das mal zu behaupten, die fand ich gut von John Lennon. Also außerdem ist er ein Genie, weil ich sage nur Imagine. Was dann hat, steht in meinem Buch ja auch drin, wissen aber die wenigsten, hat der produziert mit Phil Spector, dem größten Produzent, der später ein Mörder war und erstmal eine Schauspielerin umgebracht hat, Lara Clarkson. Ein sehr hochspannender Fall ist das ja auch, den ich auch mein Buch verarbeitet habe. Und neben John Lennon, wer sind so noch Leute, die jetzt direkt einfach, ich habe natürlich noch ein paar aufgeschrieben, wo wir eingehen können, aber welcher Musiker hat dich enorm begeistert, eine von dem, was er gemacht hat und vielleicht auch von dem, wie er dann nachher von der Bühne verschwunden ist? Kannst du dich mal drehen und wenden, wie du willst. Egal, du landest immer irgendwie bei Michael Jackson. Michael Jackson ist ja wirklich ein absolutes Genie gewesen. Das wissen wir ja selber. Also nicht nur ein guter Tänzer, Performer, Sänger. Die Lieder, die er geschrieben hat, Earth Song und so weiter, wie er die Menschen dort bewegt hat. Human Nature hat er zwar selbst nicht geschrieben, habe ich auch erklärt, alles in meinem Buch. Wer hat das Lied gesungen? Was hat er damit zu tun? Fakt ist aber eins, und das hat mich auch bewegt bei ihm. Du kennst legendär ja diese Rede, die er erhalten hat, dass wir leben in einer Zeit der großen Verschwörung. Die Geschichtsbücher, was da drin steht, ist nicht wahr. Die Musikindustrie ist quasi eine reine Verschwörung, eine reine Lüge so. Und das hat er ja gesagt, bevor er mit seiner letzten Welttournee starten wollte. Und wo ich da reingegangen bin, ganz tief in die Geschichte, da ist mir wieder so bewusst geworden, was sie mit anderen ja auch machen. Die diffamieren ja erst. Also er ist ja nun ein Kinderschänder. Man ja versucht fertig zu machen. So. Und dann hat man erklärt, er ist ja pleite. Und dann gehe ich auf einmal rein und stelle fest, oh, hat der LaToya Jackson ja auch gesagt und andere, viele waren ja der Meinung, ist ja umgebracht worden, so ist er nicht, aber dass Michael Jackson den größten Musikkatalog der Welt hatte und das ist schon mal eine richtige Hausnummer, das, wer weiß das? Also als er mit Paul McCartney zu der Zeit, wo er Thriller aufgenommen hat, 82, das Album unterwegs war, da hat er dazu Paul McCartney gesagt, was ist denn eigentlich mit euren Beatles-Rechten? Und hat er da gesagt, Paul McCartney, wieso willst du die kaufen? Ja, würde ich kaufen wollen. Wie viel? Na, was willst du denn haben? Na, 60 Millionen. Na, machen wir. Also so, das hat er bis heute bereut, dass er das überhaupt jemals gemacht hat. Paul McCartney, Fakt ist eins, über 1 Milliarde Mal wurden ja die Beatles mittlerweile ja verkauft, die ganzen Platten, also Elvis und Beatles, da gibt es die Elvis-Fans, sagen natürlich gleich, nee, Elvis hat die meisten verkauft. Ist egal. Ganz weit oben sind die angesiedelt. Fakt ist eins, Michael Jackson war beteiligt zu 50% an MTV gehört, MTV Sony Music, zum Sony-Konzern gehören die und bei der 50% war er Teilhaber davon, muss sich das genau anschauen und seine, man sagt so, seine Rechte, die belaufen sich auf fast 2 Milliarden, die Musikrechte. Ist ja nicht nur die Beatles-Songs, sind ja auch andere Songs. Also frage ich mich, wie kann das eigentlich sein?
dass jemand, der so reich ist, so wohlhabend ist, so mächtig auch ist mit all dem, natürlich mit dem Background, warum soll er jetzt insolvent sein? Warum soll er kein Geld haben? Und wenn er sagt, hat er in der Rede auch gesagt, alles, was in seiner Macht steckt und auch von der geldlichen Seite, wird er alles dafür einsetzen, um das aufzuklären. Und kurz danach ist er tot. Finde ich sehr eigenartig. Also ich war nicht dabei, wenn wir ihn rausfinden. Aber es passt natürlich rein. War ein Mann mit so einem Charisma, der eine Welttournee startet, der hätte auf jeder Bühne seine Story sagen können. Der ist eine Gefahr. Genauso wie Roger Waters. Den bewundern extrem. Ich habe live ihn in Berlin gesehen. Die Story ist ja unvorstellbar, was sie mit dem Mann hier gemacht haben. Also, die haben sie wie einen Schwerverbrecher behandelt. Frank-Walter Mayen weiß der Klage wegen Antisemitismus in Berlin, wegen Volksverhetzung. Ich habe ja die Hundertschaft der Polizei gesehen, wie die Knuckles haben sie da gestanden. Na, wenn er was Falsches sagt, dann wird die Bühne, also wird abgebrochen. Völlig Kindergartenniveau. The Flash, kennst du ja sicherlich, wenn du aus Musik kommst, ist ja, da spielt er ja diesen Diktator letztendlich. Kommt ja von The Wall. Das ist Anfang der 80er Jahre rausgekommen. In dem Film The Wall hat der Bob Geldof die Rolle gespielt. Mit der gleichen Montur kommt er auf die Bühne. Seit 82 hat es kein Mensch interessiert. Das Geld ist antifaschistisch. Und nach George Orwell, Krieg ist Frieden, wird alles verdreht und das ist faschistisch. Also jetzt ist der Mann ja jemand, der nach außen faschistische Symbole bringt. Das war ich meine. Und der sagt trotzdem seine Meinung. Du weißt ja, vor der UN hat eine Rede gehalten, hat gesagt, hat den amerikanischen Präsident Obama als Kriegstreiber bezichtigt und so weiter. Der war bei Julian Assange vor kurzem. Guter Mann. Er gehört zu den ganz, ganz wenigen, der noch lebt, aus meiner Sicht Roger Waters, der wirklich Charisma hat, der das sagt, was er denkt. Und die Leute bewundern ich sehr. Also ich finde es so unglaublich, dass in so kurzer Zeit die Dinge so verdreht werden können und dass das auch so geglaubt wird. Was ist in deinen Augen, was jetzt so lange machst du das, was ist so die größte Verschwörung oder Verdrehung, wo du dachtest, das ist doch nicht fassbar, dass das passiert, dass das wahr ist, dass die Leute das glauben und ob es eigentlich so offensichtlich ist, dass das alles Quatsch ist? Um das ganze Interview kostenfrei weiterzuschauen, besuche einfach unsere Website fanfrieden.de oder klicke auf den Link in der Beschreibung.